Mein heutiger Gast im Dialog ist Michael Lüders. Der Buchautor und langjährige Nahostkorrespondent der Zeit ist einer der besten Kenner des Nahen und Mittleren Ostens. Er sagt, Diktatoren, zerfallende Staaten, islamistische Milizen wie der IS sind eine direkte Folge einer desaströsen westlichen Politik. Die USA und ihre Verbündeten schaffen sich ihre terroristische Bedrohung zu großen Teilen selbst. Herzlich willkommen bei Phoenix. Hallo. Herr Lüders, Diktatoren wie Saddam Hussein, wie Gaddafi, wie Assad, der IS-Staat, das solle eine direkte Folge westlicher Politik sein. Wie kommen Sie zu dieser These? Es sind zwei Faktoren, die eine Rolle spielen, um zu erklären, warum es in der arabischen Welt gerade so furchtbar aussieht. Das eine sind unfähige arabische Regime, die nie daran interessiert waren, ihre Länder zu entwickeln. Und das andere waren westliche Militärinterventionen, wie die 2003 zum Sturze von Saddam Hussein, die dann die Rahmenbedingungen geschaffen haben für Staatszerfall, Anarchie und Chaos. Und auf diesem Nährboden gedeihen dann terroristische Bewegungen, wie etwa der Islamische Staat. Nach dem Sturz von Saddam Hussein 2003, diesem Diktator muss man keine Träne nachweinen, selbstverständlich nicht. Die Amerikaner hatten aber keinen Plan. Was wollten sie im Irak tun? Und sie haben die Konfessionen Sunniten und Schiiten gegenseitig ausgespielt. Die Sunniten hatten bis zum Sturz von Saddam Hussein die Macht inne. Dann haben die Schiiten diese übernommen, sich an den Sunniten gerecht für Jahrhunderte der Unterdrückung. Die Sunniten sind in den Untergrund gegangen und aus diesem Untergrund heraus sind dann verschiedene Aufstandsbewegungen entstanden bis hin zum Islamischen Staat. Ja. Über diese These, was die westliche Politik da im Nahen Osten anrichtet, schreiben Sie auch in Ihrem Buch, Wer den Wind sät, was westliche Politik im Orient anrichtet. Lassen Sie uns mal reden über Ihre Thesen. Was ist denn der Kardinalfehler westlicher Politik im Nahen Osten? Ich glaube, der Kardinalfehler ist, dass man in den westlichen Hauptstädten, allen voran in Washington, das muss man klar betonen, denn die Europäer, die agieren überwiegend im Windschatten der USA, was den Nahen und Mittleren Osten anbelangt. Man hat eigentlich die arabische Welt immer als eine Art geostrategische Verfügungsmasse betrachtet. Diktaturen, die pro-westlich waren, waren gut gelitten, wurden unterstützt und werden unterstützt von uns. Solche aber, die gegen den Westen agieren, die werden zu zweiten Hitlers stilisiert, mit dem Ziel, sie dann zu beseitigen. Saddam Hussein ist so ein Beispiel. Solange er Krieg führte gegen den Iran nach der iranischen Revolution 1979, 8 Jahre lang dauerte ja dieser Krieg bis 1988, war er im Westen ein gern gesehener Staatsmann. Die Amerikaner haben ihn massiv unterstützt. Trotzdem gab es keinen Sieg. Die Amerikaner wollten den Iran über Saddam Hussein schwächen. Und danach war der Irak pleite. Und das Ergebnis war dann der Einmarsch in Kuwait von Saddam Hussein, weil er seine Staatskasse wieder füllen wollte. Es hängt also alles mit allem zusammen. Am Anfang steht der Fluch der bösen Tat. Wenn die USA interveniert haben in islamischen Staaten, und das haben sie sehr häufig gemacht in den letzten Jahren, dann haben sie ja immer in aller Regel eine ganze Reihe guter Gründe gehabt. Da waren auf der einen Seite Diktatoren wie Hussein, wie Gaddafi, auf der anderen Seite zerfallende Staaten wie in Somalia oder jetzt das Vorrücken des IS. Warum, sagen Sie, sind derartige Interventionen trotzdem immer zum Scheitern verurteilt? Auch wenn sie gute Gründe haben vielleicht. Die Gründe mögen ja gut sein, wobei man klipp und klar sagen muss, es hat noch nie eine westliche Militärintervention gegeben in den Ländern der arabisch-islamischen Welt aus humanitären Erwägungen oder weil man den Menschen Freiheit oder Demokratie geben wollte. Das ist natürlich die offizielle Rhetorik, die vor allem die Neokonservativen in den USA immer wieder propagiert haben, gerade auch im Falle des Sturzes von Saddam Hussein. Aber in Wirklichkeit ging es natürlich, die Geostrategie in der Region zu ordnen, gemäß der eigenen Interessenslage. Und das bedeutet aus Sicht der USA, keinen regionalen Machtfaktor zu dulden, der amerikanischen, der westlichen Interessen gefährlich werden könnte. Saddam Hussein wurde gefährlich, nachdem er in Kuwait einmarschiert war 1990. Und das zweite Land, das natürlich diesen Druck des Westens zu spüren bekommen hat, immer wieder, ist der Iran, weil Teheran eben als einziges Land in der Region eine anti-westliche Politik betreibt. Aber pro-westliche Diktatoren, wie etwa in Saudi-Arabien oder in Ägypten, die können eigentlich machen, was sie wollen mit der eigenen Bevölkerung. Sie sind ja pro-westlich. Mhm.
Jetzt gibt es ja auch Nahostkenner, die die ganz gegenteilige These vertreten. Die sagen nämlich, die USA würden viel zu spät und viel zu zögerlich eingreifen. Also Beispiel in Syrien. Die USA hätten viel früher und viel energischer gegen Assad vorgehen sollen. Die USA hätten bereits nach dem ersten Irakkrieg Saddam Hussein 1991 aus dem Amt befördern sollen. Und jetzt in Ägypten sollten die USA viel energischer vorgehen gegen die Militärdiktatur von al-Sisi. Also gerade die gegenteilige These, wir wollen mehr Intervention der USA. Diese Interventionen haben in der Vergangenheit nirgendwo gefruchtet. Es gibt kein einziges Beispiel, wo direkte militärische Intervention, sei es im Irak oder in Afghanistan, oder indirekte militärische Intervention, vor allem durch Drohnenkriege, hier insbesondere im Jemen oder in Pakistan und Afghanistan, zu einer positiven Veränderung der politischen Verhältnisse geführt hätten. Diejenigen, die die Forderung erheben, die Amerikaner mögen militärisch intervenieren in der Region, denken eher in den Dimensionen transatlantischer Überlegungen vermeintlicher Wertegemeinschaften, aber sie haben in der Regel keine wirkliche Kenntnis der Verhältnisse in der Region. Es ist doch paradox, sich vor Augen zu führen, dass es, so schlimm Saddam Hussein war als Diktator, er war ja ein furchtbarer Mensch und ein Verderber seines Volkes, aber es hat damals vor 15 Jahren vielleicht 1000 Terroristen gegeben im Irak. Heute gibt es 100.000 und das ist eben das Ergebnis westlicher Interventionen. Also wenn denn diese westlichen Interventionen zu so schlechten Ergebnissen führen, was wäre denn die Alternative? Einfach diese Diktatoren machen lassen? Es gibt leider auf diese sehr berechtigte Frage, die Sie stellen, keine einfache Antwort. Es geht nicht darum, Diktaturen gewähren zu lassen. Das sollte man idealerweise nicht tun. Aber wie gesagt, es wäre ein Irrtum anzunehmen, dass westliche Interventionen oder Druck auf bestimmte Regime in der Region erfolgen würden, weil dort Menschenrechte bedroht wären. Das hat westliche Politik nie interessiert. Nehmen Sie Sisi in Ägypten, der nach einem Militärputsch gegen die Muslimbrüder die einzige demokratisch gewählte Regierung, die es je in Ägypten gegeben hat, so unfähig sie auch war. Sisi also hat sich durch einen Militärputsch an die Macht gebracht. Er hat Scheinwahlen abhalten lassen. Zehntausende Ägypter sitzen heute im Gefängnis. Sie hören keinen westlichen Politiker, der dieses wirklich expresses Verbes kritisiert, mit Ausnahme von Norbert Lammert, der ganz klar gesagt hat, ich empfange Herrn Sisi nicht bei seinem Besuch in Deutschland im Juni. Ich möchte mit diesem Diktator nicht reden. Nach Ihren Erkenntnissen haben die Amerikaner, hat der Westen den Militärputsch gegen die Mursi-Regierung unterstützt, gebilligt, gefördert? Man hat es stillschweigend zur Kenntnis genommen und sich klammheimlich gefreut über diesen Militärputsch. Natürlich hat keiner in den USA oder in Deutschland gesagt, prima, wunderbar, so macht weiter. Aber westliche Politik hat im Zuge der arabischen Revolte, als man zu erkennen begann, dass das alles nicht so läuft, wie man sich das idealerweise vorgestellt hätte, auf die reaktionären Kräfte in der Region zu setzen, nämlich auf Ägypten, die dortige Militärdiktatur, und auf das Regime in Saudi-Arabien, ebenfalls über die wahhabitische Staatsideologie, ein Förderer ultrakonservativer, radikaler, terroristischer Bewegungen in der gesamten islamischen Welt. Paradoxerweise wird Saudi-Arabien in der westlichen Politik eher am Rande kritisiert. Im Fokus steht immer der Iran, weil er eben nicht ein pro-westlicher Staat ist. Jetzt haben wir ja über die Region generell gesprochen. Ich würde gern ein Land ein bisschen genauer anschauen. Schauen wir auf den Irak. Also über die Vorgeschichte haben wir schon gesprochen, die fatale Unterstützung der Amerikaner für Saddam Hussein im ersten Krieg gegen den Iran. Nichtsdestotrotz wollte ja die Bush-Regierung nach der Intervention im Irak 2003 so etwas wie eine Musterdemokratie im Irak installieren. Warum hat das nicht geklappt? Weil man einem Größenwahn erlegen ist, der in seiner Ahnungslosigkeit kaum noch zu toppen ist und fast in die Kategorie Treppenwitz der Geschichte fällt. Die Amerikaner haben im Rückblick besehen so gut wie alles falsch gemacht, was man hätte falsch machen können im Irak, angefangen damit, dass sie die irakische Armee, die irakischen Geheimdienste und die Baath, die Wiedergeburtspartei, die Partei Saddam Husseins, aufgelöst haben. Damit wurden über Nacht Hunderttausende Sunniten arbeitslos. Und damit wurde die Grundlage geschaffen für die Marginalisierung, das an den Rand gedrängt werden der sunnitischen Bevölkerung im Irak. Sie stellen etwa 20% der Bevölkerung. Dummerweise befindet sich das Erdöl bei den Kurden im Norden, bei den Schiiten im Süden, aber nicht bei den Sunniten im Zentrum. Die Schiiten in Bagdad versuchen, die Sunniten aus allen Bereichen der Macht fernzuhalten, aus Rache für Jahrhunderte der Unterdrückung durch die Sunniten. Und das Ergebnis ist, dass wir jetzt durch diese
Entscheidung der USA, damals die Armee und die Geheimdienste aufzulösen, eine Aufstandsbewegung haben. Denn all diese Leute sind natürlich bestens militärisch geschult. Und der Kern des Islamischen Staates, die Leute, die die Strippen ziehen, nicht die bärtigen Kämpfer am Boden, das sind fast durchweg ehemalige Generäle und Führungsoffiziere des Saddam-Regimes. Ja, auf den IS kommen wir gleich. Zuvor noch eine Frage. Die Kritik an der Politik von George Bush ist ja in Europa weit verbreitet, aber der ist ja seit 6 Jahren nicht mehr im Amt. Hat sich denn die amerikanische Politik unter Obama entscheidend geändert? Im Kern nicht. Die USA sind nach wie vor eine hegemoniale Macht, die versucht, um jeden Preis den eigenen Einflussbereich in der Region zu bewahren, vor allem im Wettbewerb mit Russland und China, den beiden anderen Akteuren in der Region. Die Amerikaner dulden es nicht, dass andere Staaten hier in ihrem Einflussbereich ebenfalls tätig werden. Sie suchen nicht den Dialog, den Kompromiss, den Deal mit Russland, mit China, sondern sie versuchen, machtpolitisch ihre Interessen durchzusetzen. Obama tut das aber, im Gegensatz zu George W. Bush, seinem Vorgänger, in einem gemäßigteren Tonfall. Er tritt gemäßigter auf, angenehmer im Umgang ist er. Aber der Drohnenkrieg, den Obama zu verantworten hat, ist natürlich nicht weniger tödlich als das, was die George Bush-Regierung an Verheerung angerichtet hat. Aber die entscheidende Zäsur von Bush zu Obama ist, dass die Ära großer militärischer Intervention mit Bodentruppen vorbei ist. Das kostet die Amerikaner zu viel an finanziellem Aufwand und auch an politischem Fallout in der Heimat. Aber nicht zuletzt deswegen, weil eben Bodentruppen nicht mehr in Frage kommen, betrachten wir jetzt fassungslos das Vorrücken des IS-Staats. Warum ist der IS so stark? Der Islamische Staat ist, wie erwähnt, stark geworden aufgrund des Chaos, das die USA im Irak angerichtet haben. Und der Islamische Staat ist zusätzlich erstarkt durch den Bürgerkrieg in Syrien, der 2012 ausbrach und der sehr schnell zu einem Stellvertreterkrieg geworden ist. Auf der einen Seite die USA, wir in Europa, die Türkei, Saudi-Arabien, die um jeden Preis Bashar al-Assad gestürzt sehen wollen. Nicht, weil er ein furchtbarer Diktator wäre, das ist er selbstverständlich. Ein Verbrecher ist dieser Mann und sein Regime ebenfalls. Aber das ist nicht der Grund, warum man ihn weghaben möchte. Bashar al-Assad und sein Regime sind der einzige Verbündete in der arabischen Welt, der Islamischen Republik Iran. Und das Kalkül des Westens, der Saudis, der Türkei ist, stürzt Bashar al-Assad, dann kann der Waffennachschub der libanesischen Hisbollah nicht länger wie bisher über Syrien erfolgen, dann ist der Iran geschwächt. Also ist der Hebel, um dieses zu erreichen, der Sturz von Bashar al-Assad. Der Irrtum in der westlichen Wahrnehmung war nur die Illusion, das würde so leicht gelingen wie etwa mit Gaddafi in Libyen. Syrien ist ein sehr komplizierter Staat mit verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppierungen. Der Westen hat sich fürchterlich verkalkuliert in Syrien. Russland hat, wenn man so will, auf das richtige Pferd gesetzt, der Iran auch. Bashar al-Assad ist an der Macht, wird zumindest im Kern Land Syriens auch auf absehbare Zeit an der Macht bleiben. Und die Strategie der Amerikaner in Syrien, bewaffnete Islamisten zu bilden, Gruppen herzustellen, die dann gleichzeitig gegen den Islamischen Staat kämpfen und gegen das Regime von Bashar al-Assad, das ist sozusagen das Pferd von hinten aufgezäumt. Das kann natürlich nicht funktionieren und es ist auch gescheitert. Was heißt das jetzt? Sollte man jetzt Assad unterstützen, um den IS nicht weiter vordringen zu lassen? Oder setzt man dann wieder auf den falschen Diktator? Im Augenblick ist die Situation die, dass es zwei Alternativen gibt. Mit Blick auf die Frage, wer in Damaskus die Herrschaft ausübt. Bashar al-Assad oder der Islamische Staat, gegebenenfalls noch die Nusra-Front, der syrische Ableger von Al-Qaida. Niemand, der bei Sinnen ist, kann letzteres Szenario wählen wollen, eine Machtübernahme des Islamischen Staates in Damaskus. Entschuldigung. Es war ein großer Fehler des Westens, um jeden Preis Bashar al-Assad stürzen zu wollen. Noch einmal, der Mann ist ein Verbrecher. Aber er hat dieses Land zusammengehalten. Und vergessen wir nicht, dass ein Großteil der syrischen Bevölkerung sich dem Aufstand gegen Bashar al-Assad nicht angeschlossen hat. Vor allem die religiösen Minderheiten, die Christen und die Drusen hier insbesondere, haben das nie getan, weil sie immer wussten, die Pest Bashar al-Assad ist uns lieber als die Cholera einer islamistischen Machtübernahme. Diesen islamistischen Staat wollen wir jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Zunächst mal, also wir sind ja alle angewidert, aufgeschreckt durch diese hemmungslose Brutalität. Woher kommt die?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Es hat zu tun mit der Ideologie, die der Islamische Staat transportiert. Und diese Ideologie ist, man höre und staune, sehr eng verwandt mit dem wahhabitischen Staatsislam in Saudi-Arabien. Als die Wahhabiten, eine Sekte innerhalb Saudi-Arabiens, anfingen, vor 100 Jahren Saudi-Arabien als modernen Staat, wie wir ihn heute kennen, unter Führung des Clans der Al-Saud, nach denen ist das Land benannt, zu einen, haben sie genauso wie heute der Islamische Staat agiert, nämlich reihenweise Leute geköpft, die nicht derselben Meinung waren wie sie selbst. Es ist eine Stammesideologie, die der Islamische Staat vertritt. Jeder, der nicht der Meinung ist des Islamischen Staates, gemäßigt des Sunniten, ebenso wie alle Nicht-Sunniten, sind des Todes. Diese Mentalität ist nicht eine Erfindung des Islamischen Staates, sondern es hat eine Vorgeschichte, vor allem geprägt durch den wahhabitischen Islam. Und in Saudi-Arabien, von daher ist es absurd, in Saudi-Arabien einen Verbündeten zu sehen im Kampf gegen den Islamischen Staat und diesem Land deutsche Waffen zu liefern. Das ist wirklich eine große Paradoxie, ein großer Fehler. Aber es ist eben sozusagen Teil der Geschichte in dieser Region, dass man den Gegner versucht umzubringen. Und die Verrohung der irakischen Gesellschaft hat natürlich eingesetzt nach der Besetzung von Kuwait durch den Irak. Die Sanktionen, die dann der Westen verhängt hat gegen den Irak, haben über 1 Million Menschen das Leben gekostet, vor allem durch den Zusammenbruch der medizinischen Versorgung. Das wissen bei uns die wenigsten. Aber dies war, wie ich meine, der Zivilisationsbruch im Irak, der dazu geführt hat, dass ein Menschenleben einfach nichts mehr zählt und auch 500.000 Menschenleben nichts mehr zählen. Und welche Funktion hat die Zerstörung der Kulturgüter? Wir blicken jetzt alle nach Palmyra und erwarten täglich, dass da ein weiteres Weltkulturerbe zerstört wird. Ja, es steht zu befürchten, dass Palmyra in der Tat zerstört werden wird. Es liegt dieses in der Tradition der Bilderstürmer, wie im wahhabitischen Staatsislam in Saudi-Arabien, die das seit 200 Jahren bereits betrieben haben auf dem Gebiet des heutigen Saudi-Arabiens. Die Ideologie des Islamischen Staates ist, dass die Geschichte eigentlich erst losging mit dem Propheten Mohammed und dem Islam, wie sie ihn verstehen, besser gesagt vergewaltigen. Und alles, was aus vorislamischer Zeit stammt, ist sozusagen der Erinnerung nicht würdig, ist zur Zerstörung freigegeben. Und es ist natürlich auch eine bewusste Provokation an den Westen, mit dem Ziel, ihn zu einer militärischen Intervention im Irak, in Syrien zu bewegen. Wohl wissend, dass diese Intervention ein Desaster werden würde, wenn sie denn käme, für die Interventionsmächte. Mhm. Jetzt ist ja die Frage, welche weitere Bedrohung geht von diesem IS aus? Blicken wir zunächst mal auf die Nachbarstaaten. Wie groß ist die Gefahr, dass Libanon, Jordanien, vielleicht sogar Saudi-Arabien unter die Herrschaft des IS fällt? Es ist sehr, sehr schwierig, die Zukunft in der Region zu prognostizieren, weil zu viele Kräfte hier einwirken und zu viele unbekannte Größen im Hintergrund am Wirken sind. Ich würde keine Prognose wagen, wie die Lage geschweige denn in 5 Jahren sich darstellt. Aber sagen wir so, das, was wir heute erleben, was wir beobachten können, das ist erst die Phase des Vorspieles. Wir sind noch lange nicht beim Höhepunkt angelangt. Es ist erst noch sozusagen eine Konsolidierung der Macht seitens des Islamischen Staates zu beobachten. Wenn es dem Islamischen Staat gelingt, sich dauerhaft in Syrien, im Irak festzusetzen und staatliche Strukturen herauszuarbeiten, dann wird der Islamische Staat eine Art Neugründung Saudi-Arabiens unter noch radikaleren Vorzeichen werden. Es wäre wirklich eine Katastrophe für die Region, begleitet von Flüchtlingswellen, von einem Anschwellen des Terrorismus weltweit, auch in Europa. Es ist eine Paradoxie. Im Grunde genommen leben wir in der Ära des Cyberkrieges. Aber was der Islamische Staat hier fertigbringt, das erinnert an den Mongolen-Einfall im 13. Jahrhundert, als Genghis Khan und seine Mannen damals Bagdad zerstörten. Das ist eigentlich im Grunde genommen eine Paradoxie der Geschichte. Und gerade das macht diesen Islamischen Staat ja auch so wirkungsmächtig. Und je erfolgreicher er ist, erfolgreich in Anführungsstrichen, umso mehr Sogwirkung hat er natürlich auf die Millionen von orientierungs- und arbeitslosen Menschen in der islamischen Welt, vor allem die Jugend. Jetzt sagen Sie ja, ein Kardinalfehler westlicher Politik sei es, im Nahen Osten die Personen, die Staaten in Gut und Böse einzuteilen. Wie meinen Sie das? Westliche Politik neigt dazu, sich mit allen Diktatoren ins Bett zu legen, solange sie pro-westlich sind, das sind dann die Guten. Wenn aber Akteure in der Region eine Politik betreiben, die nicht westlichen Geschäftsinteressen
entsprechen, dann findet eine Dämonisierung statt, dann findet die Gleichsetzung mit Hitler statt, angefangen mit dem iranischen Premier Mossadegh, der 1953 gestürzt wurde durch CIA und den britischen Geheimdienst. Er war der erste zweite Hitler, den der Westen zu entdecken glaubte in der Region, gefolgt von Gamal Abdel Nasser, dem ägyptischen Staatschef, der 1956 den Suezkanal verstaatlichte. Das führte dann zum Suezkrieg, bis hin zu Saddam Hussein, bis hin zum letzten iranischen Präsidenten, der ebenfalls als zweiter Hitler apostrophiert wurde. Das natürlich immer mit dem Ziel, eine Dämonisierung einzuführen, die dann am Ende zum Krieg und zum Sturz führen kann. Jetzt kann ich Ihnen ja beim iranischen Ministerpräsidenten Mossadegh und bei Nasser durchaus folgen. Aber ich habe das ja ganz bewusst an dieser Stelle gefragt, wo wir über den IS reden. Ist der IS nicht geradezu die Verkörperung des Bösen, des Unmenschlichen, gegen das man einfach einschreiten muss? Ganz offen gesagt ist mir diese Sichtweise, die ist ja richtig. Im Kern ist es richtig. Es ist das Böse, wenn Sie so wollen. Aber diese Kategorisierung führt nicht wirklich weiter. Man muss den politischen Hintergrund, den gesellschaftlichen Hintergrund erkennen. Warum ist der Islamische Staat so erfolgreich geworden? Aufgrund des Fehlers der USA, um jeden Preis eine völlig idiotische und völkerrechtswidrige Militärintervention im Irak durchzuführen. Dann wollte man im nächsten Schritt um jeden Preis Bashar al-Assad stürzen. Das Ergebnis war, dass ein Vakuum geschaffen worden ist, das jetzt vom Islamischen Staat gefüllt worden ist. Die oberflächliche Erklärung, die man häufig bei Leitartikeln oder auch in den Feuilletonspalten findet, ist, es sei der Islam, der wahre, der wirkliche Islam, der Koran, wie er leibt und lebt, der sich im Islamischen Staat offenbare. Das ist grober Unfug. Natürlich gibt es eine islamische Komponente, so wie auch der Ku Klux Klan eine christliche Komponente hat. Aber der Siegeszug des Islamischen Staates ist nicht zu erklären, ohne den Zusammenbruch der Staaten in Syrien und Irak, und das Copyright dafür haben die USA in Kooperation mit unfähigen arabischen Führern, die nie willens und fähig waren, Macht mit anderen zu teilen. Gut, dann würde ich an dieser Stelle mal gerne einhaken. Wir haben sehr viel gesprochen über die Schuld des Westens und der USA. Aber diese ganzen verhängnisvollen Interventionen der USA, die wären weder notwendig noch möglich gewesen, wenn die arabischen Eliten in der Lage gewesen wären, irgendwie vernünftig funktionierende Staaten aufzubauen. Das kann man in der Tat so sehen. Sie waren es aber nicht. Diese Eliten haben nach der Unabhängigkeit der arabischen Staaten, nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allem die Selbstbereicherung zum Ziel gehabt. Macht in der arabischen Welt ist im Prinzip basierend auf Familien oder Stammesbeziehungen. Es sind ethnische und religiöse Gruppen, die über andere herrschen. Die einzigen, die es richtig gemacht haben, das sind die Herrscher in den kleinen Golfstaaten, die aufgrund ihrer langen Geschichte als Handelsnationen in der Zeit vor dem Kolonialismus und vor der Entdeckung des Erdöls einen gewissen Pragmatismus in ihrer DNA-Struktur verinnerlicht hatten. Und das nützt ihnen heute, weil die Boomstaaten in der arabischen Welt liegen sämtlich in den kleineren Golfstaaten, Kuwait, Vereinigte Arabische Emirate, Katar, Oman. Dort machen die Herrscher es alles richtig. Natürlich, formal sind es ebenfalls Diktatoren, Familiendiktatoren, wenn man so will. Aber sie hören in die Bevölkerung hinein, sie hören, wie die Stimmung ist, was geht, was nicht geht. Und da diese Länder so immens reich sind, kann natürlich auch jeder Protest mühelos aufgekauft werden. Und das geschieht auch. Jetzt haben wir ja sehr große Hoffnungen gesetzt auf die Arabellion. 4 Jahre später muss man sagen, in fast allen Ländern, in Syrien, in Libyen, in Ägypten, ist die Situation schlimmer als vorher. Warum ist das gescheitert? Es ist deswegen gescheitert, weil eine Revolution eine starke gesellschaftliche Schicht braucht, die als Agent des sozialen Wandels Träger der neuen Zeit werden kann. Es bräuchte starke bürgerliche Mittelschichten, so wie damals in Europa, als im Zuge der Französischen Revolution der Machtwechsel von der alten feudalistischen Elite hin zum Bürgertum, hin zur Industrialisierung eingeleitet wurde. Dieses Bürgertum in der arabischen Welt ist zu schwach ausgeprägt. Deswegen fällt es den alten Stammeseliten, den alten feudalen Eliten leicht, die Situation auszunutzen, um jeden Preis in der Macht zu bleiben und sei es um die Zerstörung des eigenen Landes willen. Und es gibt eben diese gesellschaftliche Basis noch nicht, dass sie stark genug wäre. Die arabische Welt durchlebt ihre Häutung. Das ist ein blutiger Prozess, vergleichbar mit dem, was in Europa geschehen ist in der Zeit von 1848, der gescheiterten Revolution damals bei uns.
bis hin zu 1949, der Verkündigung des Grundgesetzes bei uns. Das alles ist eine lange, lange Zeit gewesen. Man darf nicht ungeduldig sein. Die Araber werden sich emanzipieren, aber es wird lange dauern und die Zerstörung wird erst noch viel schlimmer werden, bevor dann die Menschen ihrerseits hoffentlich, inshallah, erkennen werden, dass der islamische Staat und andere der falsche Weg sind. Nur wenn diese Einsicht wächst, nur wenn die sunnitischen Stämme gegen den islamischen Staat sich erheben, kann diese Organisation besiegt werden, ansonsten kaum. Jetzt sagen Sie, die arabischen Länder sind noch nicht so weit. Was halten Sie denn von der These, dass eben Islam und Demokratie nicht so gut zusammenpassen? Ich halte davon ehrlich gesagt gar nichts, weil die Religionszugehörigkeit eines Menschen nichts aussagt über dessen Demokratiebefähigung. Na gut, dann würde ich gerne ein paar Argumente nachschieben, die da gerne angeführt werden. Der Islam ist eine Religion, die sehr stark auf Befehl und Gehorsam ausgerichtet ist. Vom Gläubigen wird erwartet, dass er sich absolut unterwirft unter die Regeln der Religion. So ein Menschenbild passt einfach schwer zusammen mit einer selbstbestimmten demokratischen Gesellschaft. Was Sie da zu Recht zusammenfassen, ist ja im Grunde genommen die Sichtweise eines Mainstreams, den wir in unserer Gesellschaft beobachten können. Die meisten würden das, was Sie gerade wiedergegeben haben, als Beobachtung unterschreiben. Ich persönlich sehe das anders. Ich glaube, dass nicht in der Religion selber die Ursache liegt dafür, ob eine Gesellschaft sich in diese oder in jene Richtung entwickelt. Man kann einen religiösen Text immer im Geiste der Toleranz, der Bergpredigt, wenn Sie wollen, lesen oder im Geiste des Alten Testamentes. Die Frage, wer sich am Ende durchsetzt, ist nicht eine der besseren Argumente, sondern der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. So wie das jetzt sich darstellt im Herrschaftsgebiet des Islamischen Staats, kann es keine Aufklärung, kann es keinen differenzierenden Blick geben, können sich die Menschen von der Religion auch nicht emanzipieren. Das wird aber passieren. Es hat oft genug Reformer und Modernisierer gegeben in der arabischen Welt, die wir kaum kennen. Wenn sie populär wurden, mussten sie allerdings flüchten oder sie wurden ins Gefängnis geworfen bzw. hingerichtet. Das ist leider die bittere Bilanz. Und natürlich muss sich der Islam von innen heraus erneuern. Das weiß auch niemand besser als aufgeklärte Muslime selbst. Wenn man in den Iran reist und dort mit Menschen redet, die Leute sind mindestens so säkular eingestellt wie Sie und ich. Nur können sie das offen nicht zum Ausdruck bringen. Ich halte nichts davon, apodiktisch zu sagen, der Deutsche sei generell nicht fähig zur Demokratie, siehe auch das Dritte Reich. Natürlich könnte man so auch argumentieren, aber wir haben unsere Lektion gelernt, nachdem wir halb Europa zuvor zerstört hatten und Millionen Menschen vom Leben in den Tod befördert hatten. Wir sollten das nicht vergessen, wir sollten nicht selbstgerecht werden. Die Muslime wollen sich befreien. Sie haben die Nase voll von ihren unfähigen Regenten und von der westlichen Einmischung. Aber der Weg dorthin ist noch ein langer zu einem aufgeklärten Islam. Das war jetzt ein energisches Plädoyer dafür, dass wir den Islam differenzierter betrachten. Und das würde ich gerne benutzen als Überleitung, um ein bisschen persönlich auf Sie und Ihre Person zu sprechen zu kommen. Sie beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit dem Islam, mit der arabischen Kultur. Wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen? Ja, diese Frage habe ich mir auch schon so manches Mal gestellt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich muss doch sagen, es ist über Karl May geschehen. Ich konnte mich als 12-, 13-, 14-Jähriger sehr identifizieren mit Kara Benemsi und Haji Halef Omar. Und das hat in mir so einen romantisierenden Impuls ausgelöst, der mich dazu brachte, mich doch mit dieser Region auseinandersetzen zu wollen. Der Orient war ja, das vergessen viele, so negativ besetzt er heute ist, in früheren Zeiten ein Gegenort der Aufklärung, der Sehnsucht. Denken wir an Goethe, den ostwestlichen Divan. Damals glaubte man im Orient Freiheiten auch erotischer Art zu finden. Der Orient war positiv besetzt. Dann kam der Kolonialismus und das Ganze kippte. Und heute, wenn man über den Orient redet, dann fallen einem wenig positive Errungenschaften ein. Aber bei mir, diese romantische Ader ist geblieben. Natürlich sehe ich die Realitäten, aber mir ist der Respekt geblieben vor der Kultur, dem kulturellen Erbe und vor den vielen Arabern, die ich kennengelernt habe und die ich sehr schätze. Diese Orientbegeisterung, die aus Ihnen da spricht, die in Karl May drinsteckt, die hat ja immer was zu tun gehabt mit dieser exotischen Struktur, mit dieser Fremdartigkeit des Nahen Ostens. Und das hat dann Menschen wie Sie und alle Karl May-Leser wahrscheinlich fasziniert. Was fasziniert Sie denn am Nahen Osten? Heute ist natürlich meine Wahrnehmung anders, als sie das war mit 13, 14 Jahren. Und ich sehe mit großer Trauer, wie diejenigen Teile der arabischen Welt, die so wunderbar beschrieben worden sind, auch in Tausend einer Nacht, eine nach dem anderen, zerstört werden. Die Kulturdenkmäler in Syrien, im Jemen, im Irak,
in Libyen, möglicherweise bald auch in Ägypten, sind im Untergang geweiht, sind zum Teil schon zerstört oder werden zerstört werden. Es ist also sehr traurig zu sehen, dass von diesem mythischen Orient, von dem, was die Reisenden des 19. Jahrhunderts noch zu berichten wussten, nichts, aber auch rein gar nichts geblieben ist. Wer einmal Lawrence of Arabia, diesen Film gesehen hat oder dessen Memoiren gelesen hat, der weiß, dass es da mal diesen anderen Orient gegeben hat, aber der hat sich historisch nicht bewahrt. Äußerlich gleichen sich diese Staaten immer mehr uns an. Wer einmal in Dubai war oder in Doha, in Katar, der hat nicht mehr das Gefühl, in einem exotischen Ort zu sein, sondern in einem riesigen Shopping-Mall. Ein bisschen was von diesem mythischen, faszinierenden Orient haben Sie ja noch mitbekommen, selbst als Student in den 80er Jahren in Damaskus. Können Sie uns ein bisschen beschreiben, wie damals, lange vor dem Bürgerkrieg, das Leben in dieser Stadt ablief? Ja, das war sehr interessant, denn ich war zunächst mal sehr verwundert. Ich war vorher nicht in Damaskus gewesen, kam dann zum Studieren dahin und die Neustadt, die die Franzosen in 1930er Jahren in Damaskus gebaut hatten, die war durchwirkt vom Bauhaus, sie war durchwirkt von europäischer Architektur. Und man hatte das Gefühl, sich zum Beispiel im Tel Aviv der 1960er, 70er Jahre auch zu bewegen. Die architektonische Ähnlichkeit war wirklich verblüffend. Es gab ein Großbürgertum in Syrien, wo man Französisch parlierte oder auch Englisch. Es gab eigentlich nichts, was es nicht gab. Es war eine sehr offene Stadt, aber man konnte unter der Oberfläche auch spüren, was es für Zwänge gibt, nämlich Zwänge durch die Familie. Niemand konnte einfach so ein selbstbestimmtes Leben führen, sondern der Clan hat schon gesagt, wen man zum Beispiel zu heiraten hatte, welchen Beruf man möglicherweise ergreift. Aber es gab immer auch sehr viel Sinnfreude, sehr viel Frohsinn, sehr viel private Feste, aber immer unter der Oberfläche auch die Sorge vor den politischen Verhältnissen. Als ich dort studierte, hat damals Hafez al-Assad, der Vater des heutigen Diktators, einen Putsch niedergeschlagen seines Bruders Maher al-Assad, der heute im Schweizer Exil lebt. Und diesen Putsch habe ich auch mitbekommen. Das war also schon sehr merkwürdig. Auf einmal ratterten die Panzer durch die Stadt und es wurde geschossen und man konnte nicht auf die Straßen gehen. Es war sozusagen ein Menetekel für das, was kommen würde, nämlich die Unfähigkeit, Macht auf eine gute Weise auszuüben. Ich möchte noch mal kurz verharren bei diesem faszinierenden Orient. Dazu gehört ja auch die Fähigkeit und die Leidenschaft, Geschichten zu erzählen. Märchen aus Tausend und einer Nacht, da haben Sie schon erwähnt. Da muss offensichtlich was auf Sie abgefärbt haben. Denn Sie schreiben neben Ihren Sachbüchern ja auch Romane, erzählen Geschichten, die zu großen Teilen ja auch in der arabischen Welt spielen. Ja, in der Tat. Ich bin ein großer Bewunderer von Rafik Shami, der ja auch diese Fähigkeit besitzt, aus dem erzählerischen Material, was der Orient bereithält, neue Geschichten zu spinnen. Es ist in der Tat so, dass die arabische, die islamische Alltagskultur sehr stark auf Oralität, auf mündliche Überlieferung, auf das Geschichtenerzählen basiert, während wir ja mehr eine visuelle Gesellschaft erleben, wo es optische Reize sind, die uns leiten. Wir haben vielfach das Geschichtenerzählen verlernt, aber ich finde das eine sehr, sehr schöne Tugend, denn über das Geschichtenerzählen lernt man natürlich mehr über sein Gegenüber, kann man sich in der Gruppe besser einbringen und kann ein Teil werden dieser Gruppe. Und das würde ich mir vielfach für unsere Gesellschaft auch wünschen. Ich glaube, die ideale Welt wäre eine, wo Orient und Okzident wirklich ganz im Sinne von Goethe zusammenkommen und die Tugenden beider Kulturen verschmelzen und die Untugenden aussortiert werden. Können wir ein bisschen genauer sagen? Wir nehmen ja den Nahen Osten, die islamisch-arabische Welt, nur noch als Chaos und Terror wahr. Was würde uns denn gut tun? Was könnten wir denn übernehmen von dieser Kultur? Angesichts dessen, was gerade in der Region passiert und auch angesichts der Flüchtlingsströme, die uns erreichen, auch hier steht ja das Schlimmste erst noch bevor. Was meinen Sie, was in Ägypten los sein wird, wenn bei 85 Millionen Einwohnern, wenn es da zum Bürgerkrieg kommen sollte, möglicherweise auch nur 8 Millionen auf die Idee kommen, 10% irgendwie übers Mittelmeer nach Europa zu wollen? Das Ganze wird ja noch dramatische Formen annehmen. Aber nichtsdestotrotz, man darf mal kurz abstrahieren. Was ich immer wunderbar fand im Orient war, man kommt irgendwo hin, man wird aufgenommen. Es gibt tatsächlich so diesen Esprit von Brüderlichkeit oder Schwesterlichkeit, wenn man so will. Man wird sehr schnell Teil, auch als Fremder, einer Gruppe. Und man wird anerkannt, wenn man umgekehrt auch Respekt erkennen lässt gegenüber der Gruppe, mit der man es zu tun hat. Das kann umschlagen. Man kann sozusagen heute der geliebte Freund sein und morgen der Feind, wenn man vielleicht der Tochter des Hauses zu tief in die Augen geschaut hat. Aber nichtsdestotrotz, es gibt da eine Herzlichkeit in der Form der Kommunikation, des Miteinanders, die uns hier in Europa vielfach verloren gegangen ist. Das würde ich mir wünschen, dass wir das bewahren.
Haben Sie persönlich noch irgendeine Hoffnung, dass in absehbarer Zeit im Nahen Osten Friede, Wohlstand, Demokratie einkehren wird? Mittel- und langfristig wird das, so hoffe ich, der Fall sein, so wie auch Europa nach zwei fernen Weltkriegen eine Neuordnung gefunden hat, die in eine bessere Zukunft gewiesen hat und das auch weiterhin tun wird. Aber erst einmal muss man mit großer Trauer zur Kenntnis nehmen, dass der Orient unter tatkräftiger Zuhilfenahme westlicher Machtpolitik dabei ist, sich selber zu zerlegen und die Zukunftsperspektiven mindestens der nächsten Generation nachhaltig zu zerstören. Das war der Dialog heute mit Michael Lüders. Herzlichen Dank an Sie und herzlichen Dank an Sie zu Hause.